Schauen wir mal, was es auf Social Media gibt. Loredana, Shirin David. Oh, krass. Krass. Fürchte Allah. So möchtest du enden? Mit einer schlechten Tat? Oder, liebe Schwester, sind das deine Vorbilder? Möchtest du in 40 Jahren deinen Enkelinnen erzählen davon, dass du schmutzig warst, dass du halbnackt dich präsentiert hast, überall in den Medien? Möchtest du sagen, dass du mit mehreren Jungs warst, hier, da, öffentlich und so weiter und so fort? Warum vergessen wir unsere Vorbilder? Wie sieht es denn nochmal aus mit der Friseurin der Tochter vom Pharao? Als sie gesagt hat zu ihm, mein Herr ist Allah, er ist mein Herr und dein Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm, subhanahu wa ta'ala, er ist der Einzige, der angebetet werden darf. Sie haben eine Badewanne aus Kupfer geholt. Eine Badewanne aus Kupfer. Kupfer kann sehr, sehr heiß werden, liebe Geschwister im Islam. Und dann siedend heißes Öl reingemacht. Siedend heißes Öl. Subhanallah, ein Tropfen glühendes Wasser. Ein Tropfen, während wir kochen, von Öl auf unserem Körper. Und wir verbrennen schon, wir können nicht mehr. Und siedend heißes Öl. Komplett in einer Badewanne. Und er hat langsam ihre Kinder reingeworfen. Er hat ihre Kinder reingeworfen. Er wollte, dass sie Kufr macht. Und sie hat gesagt, niemals. Niemals! Sie hat darauf bestanden zu sagen, La ilaha illallah, liebe Geschwister im Islam, deswegen sage ich euch, besteht darauf, bis zum Tod zu sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wenn du so lebst vom Inneren und du standhaft bleibst, lieber Bruder und liebe Schwester, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala dir einen guten Tod geben. Was ist schöner als ein Tod, während du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und deine Seele wird herausgenommen. In Zufriedenheit möge Allah uns nur dann sterben lassen, wenn er mit uns zufrieden ist. Allahumma amin ya Rabb. Versteht ihr, liebe Geschwister im Islam, möchten wir so enden? Möchte ich so enden, während ich mir solche Abscheulichkeiten anschaue? Möchte ich so enden, liebe Schwester, während ich auf ein Rap-Konzert bin und selber so rappe, wie diese ganzen Frauen? Oder möchte ich nicht lieber im Sujud sterben? Wie oft sehe ich Geschwister, die posten, im Sujud sterben, in Mekka sterben, in der Moschee sterben, während des Fastens sterben. Und wir sagen Allahumma Amin. Und wir sagen Allahumma Amin. Aber deine Aussage, die nach deinem Wunsch wahrscheinlich entspricht, dass du das postest, entsprechen aber nicht deinen Taten. Ich könnte hier sitzen und ich könnte sagen, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Und machen nichts, dann kommt auch nichts. Dafür muss man was machen. Und wallahi, ich liebe euch für Allah. Diese Mädchen sind mir egal. Ihr seid mir nicht egal. Wallahi, ich liebe euch für Allah, liebe Geschwister im Islam. Und eigentlich so wollte ich ein zweites Video erst nächste Woche machen. Aber zeigt mir, dass es ihr wollt. Und kommentiert mit dem Hashtag Wunder. Ich werde euch inshallah ta'ala dann am Sonntag, direkt zwei Tage nach diesem Video, ein Video präsentieren. Das Wunder des Hijabs, das Wunder des Kopftuchs. Liebe Geschwister im Islam, Schwestern, vor allem ihr, bitte achtet auf meine Worte und versteht bitte meine Aussage. Schwestern, wir brauchen, glaube ich, gar nicht darüber zu reden, dass eine Frau reizvoller ist als ein Mann und mehr fitner ist. Egal, was man sagt, die Frau ist im Allgemeinen mehr fitner als der Mann. Es ist einfach so, ja. Wenn wir jetzt mal einen Mann nehmen, wir stellen ihn hier bei uns Alexanderplatz und wir nehmen eine Frau und wir stellen sie Alexanderplatz. Der Mann ist von mir aus sogar ein bisschen gestylt, attraktiv etc., nenn es wie du willst. Und dann nehmen wir eine Frau und diese Frau ist so dementsprechend ein bisschen hier angezogen, die Stars etc. Und vielleicht auch nicht die hübscheste, so die attraktivste, so im Sinne, im Auge des Betrachters, je nachdem, für wen, wer attraktiv ist. Nur die Sache ist dann, und dann sagen, machen wir den ein Plakat ein und den ein Plakat rein. Und der sagt dann, ich will die Sinner machen. Wer hat Bock drauf? Und die Frau sagt dann, ich will die Sinner machen. Wer hat Bock drauf? Was glaubst du, was passieren wird? Dieser Mann, höchstwahrscheinlich gibt es ein Video, wie man ihn aufnimmt, ihn auslacht, ihn anspuckt etc. So und so weiter und so fort. Und bei der Frau werden wahrscheinlich auch bestimmt das ein oder andere Video sein, wo die Leute sie auslachen. Aber es werden dennoch sehr, sehr viele da sein, und mit ihr die Sinner machen zu wollen. Was ist die Verdorbenheit? Das ist die Verdorbenheit. Liebe Geschwister, liebe Schwestern, ihr seid in der Hinsicht ein Maßstab. Nach dem Motto, je besser du dich anziehst,
umso weniger Fitna gibt es. Der Prophet a.s. hat gesagt, sinngemäß, ich habe keine schlimmere Versuchung nach meiner Oma hinterlassen für die Männer als die Frauen. Und einen Moment, natürlich, der Mann muss auf den Boden gucken, Punkt, aus, Ende. Es ist keine Ausrede für mich zu sagen, ja, aber die sind doch halt nackt. Ich will sie anschauen. Ist keine Ausrede für mich. Ich betrüge mich doch nur selbst. Versteht ihr, was ich meine? Ob sie angezogen ist oder nicht, ich muss gucken, auf den Boden, Punkt, Blicke senken. Aber das gehört auch natürlich zu den Frauen. Wir müssen alle unsere Blicke senken. Und dazu gehört, liebe Geschwister im Islam, besonders auch du, Schwester, Inshallah ta'ala, pass auf, wie du dich anziehst. Wallahi, möchtest du, während du von hier bis zur nächsten Straße entlangläufst, so viele Sünden anhäufen? Warum? Möchtest du, dass die Leute krank werden? Warum? Möchtest du, dass die Leute in Verderben stürzen? Nein, möchten wir nicht. Schwester, ich möchte für dich das Beste. Ich habe selber mehrere Schwestern. Ich habe eine Frau, ich habe eine Mutter, ich habe eine Tante, ich habe eine Cousine und so weiter und so fort. Ich möchte ja nicht, dass weder sie noch du ins Verderben stürzt. Ich möchte das Beste für sie, so wie ich das möchte auch, so wie ich auch das Beste für dich möchte. Und Bruder, wallahi, dir genauso. Wallahi, ich liebe euch für Allah, liebe Geschwister im Islam. Abonniert den Kanal YouTube, der Islam verbindet für mehr. Euer Bruder Ghassan von der Islam verbindet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.